hast tapfer gekämpft, Don Quixote. Was denn da? Damit kommen Sie nicht davon, Krauser. Damit kommen Sie nicht davon. So, okay. Immer noch ein Top. Haben wir schon auf jeden Fall. Wunderbar, wunderbar. So, ja, bei mir liegt jetzt natürlich halt auch erstmal eine halbe Woche wieder zwischen dem letzten Gameplay und dem hier irgendwie. Ich brauche natürlich erstmal kurz mal wieder meine 3 Minuten Einspielphase hier irgendwie, um den episch zu verkacken. So, machen wir uns nicht vor. So, ich muss übrigens nochmal den Benny ganz doll loben. Irgendwie gestern einen legendären, wirklich sehr, sehr geilen Stream hingelegt. Irgendwie knackiger Boss zum Schluss. Oder knackige Bosse, besser gesagt. Aber hat er gut gemacht. Ich denke, er ist auf einem sehr, sehr geilen Weg, irgendwie das beim nächsten Stream auf jeden Fall zu lösen, das Ding. Aber hat mir gut gefallen. Schön kurzweilig gestern gewesen. Dave, hey! Na? Welcome. Leon. Ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, Uhrturm. Ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Okay, cool, cool. Ah, schau mal, hier haben wir... Ah, und warte mal, lass mich... Genau, auf der Seite haben wir schon mal nicht standen und haben uns gewundert, wie kommen wir denn zur Hölle darüber? Benny, kannst du dich noch dran erinnern? So, hier haben wir, oh Gott, und wieder neue Aufträge, natürlich. Schande der Familie, Ramon Salazar, dieser Widerling. Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tut mir jemand in die Fallen und verunstalte sein Porträt für mich, ja? Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es einfach mit irgendetwas zu bewerfen. Aha, okay. Melli, hey, 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 Mahlzeit. Ich hoffe, dein Internet geht euch wieder ein bisschen. Schön, dass du da bist. Okay, wir sollen Ramon Salazars Bild verunstalten. Und Juwelendieb. Kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen? Das eine Krähe stibitzt hat, na klar. Sie hat es bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Es ist ein Familienerbstück und soll nicht als Vogelspielzeug enden. Burghof. Zerkratzter Diamant. Okay, es mag. Warum tust du dir nicht was Gutes? Ja, also werde ich mir jetzt gleich tun. Mal gucken, was da im Petto hat. Ich hab nur die feinste. Hat doch nichts Neues, wa? So wie ich das jetzt gerade gesehen habe. Ja, nie. Ich garantiere dir. Wie sieht's denn beim Tuning aus? Die können wir auf jeden Fall erstmal reparieren. Wir stehen noch relativ gut Pesetas technisch da, muss ich sagen. Finde ich gut. So, hier sind wir komplett. Hier haben wir auch schon, genau, hier könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen bei der Magazingröße drehen. Aber wir hatten ja gesagt, eventuell die Striker. Solltest du übers Tune nachdenken. Oder der Scharfschützengewehr. Die Stingray. Bei der Stringray würde ich tatsächlich zum ersten Mal den Tuning-Versuch wagen bei Angriff, soweit ich halt merke, dass ein Headshot nicht mehr ausreicht. Erst dann geht's los, finde ich. So, ja, hier können wir aber mal, wa? Wie du es haben wolltest. Ja, wie es haben wollte. Dankeschön. Na dann, haben wir denn was zum Verkaufen? Oh, ja, den Illuminados-Anhänger können wir verkaufen. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ein hervorragender. Und die Weinkanne können wir noch bestücken. Lass mich mal kurz gucken. 2 Runde. Na, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Plump und einmal rot. Palum, palum, 12.000. Tatsächlich, ich denke halt immer, ey, mach mal 2 verschiedene Rinnen, gibt es nochmal einen 1,1 Bonus. Frage wäre eigentlich aber auch, wie wert denn jetzt? Wir sind jetzt bei 12.1. Wenn ich jetzt einfach sage, mach mal 2 rote Rinnen. Weil die sind ja, glaube ich, kostbarer. Hm, okay, nur 12. Okay. So, hör bloß auf, blöde Kopfschmerzen, jetzt ist aber alles wieder gut. Was? Echt, ja? Echt, Melli? Hm. Na, gute Besserung. Aber wenn es alles wieder gut ist, dann ist ja schön. So, na gut.
Dann wollen wir mal jetzt die 100 Pesetas hier nicht versauen, sondern sagen uns noch, komm, 12-1. Nehmen wir. Ihr da draußen nicht willkommen. Ja, welcome. Welcome, Stranger. Besten Dank. Wie würdet ihr das Inventar... Kannst du nicht zu Ende lesen? Sortieren oder was? Komm, was macht denn der Benita schon wieder? Come back anytime. So, schauen wir mal ganz kurz hier lang. Wo wir wo lang kommen. Nee. Hier sind wir. Okay, jetzt erkenne ich es erstmal wieder. Wo ist denn der Thronsaal? Hier vorne wahrscheinlich, ne? Heißt, wo kommen wir denn mit der... Oh Mann, in der Waffen kann man so viel liegen lassen hier. Scheiße. Wo kommen wir denn mit der Bahn hin? Die hier bei ihm steht. Müssen wir das jetzt... Sollen wir zurücklaufen? Ist Backtracking wie Sau. Ist wirklich Backtracking. Aber was soll's. Haben wir überhaupt? Da müssten wir eigentlich, wa? Ja. Probieren's mal. Ich hoffe, das ist auch der Punkt, wo wir hinwollen. Hm. Open the gate. Wie ich ja schon mal bei dem eben mal festgestellt habe, ist tatsächlich halt Backtracking nicht gerade ungefährlich, weil du auch ab und zu wirklich wieder neue Feinde vorfindest. So, aber hier ist ja, das ist ja nicht der Thronsaal. Das ist ja nicht der Thronsaal, sag mal. Du schau bloß die große Halle. Da vorne ist der Burghof. Waffenzimmer, aber komm, Waffenzimmer. Da liegt noch Munition. Die lassen wir uns mal nicht entgehen. Hallo? Ach, das liegt bestimmt da oben, wa? Oder was war? Kamen wir denn? Ja, warte mal, wir kamen von oben da ran, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Achso, oh, nee, doch, ist hier unten. Schau mal. Schauen Sie mal an. Das ist schon Glück. Da müssen wir auch mal Glück haben, gell? Schön. Sag mal, kurze Frage. Sollen wir solche Sachen hier, wirklich viel Backtracking, sollen wir sowas eher offscreen machen oder wollt ihr mit bei sein bei sowas? Würde uns mal sehr interessieren, weil, naja, man muss ja jetzt halt nicht langweiligen Content machen. Nicht? Was gibt's? Ich hab auch keine Sahne, Schnitzel dazu. Ich kann... Okay, Leute. Gut, ich sehe gerade Benny. Benny lässt den Chat gerade eskalieren. Ich versuche mal nachher mit drauf zu schauen. Fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer. So, eigentlich eine geile Tür, muss ich sagen. Die fällt mir gut. So, ich sehe. Geht's uns nicht so gut. Machen wir so. Oh, fuck. Ach, geht. Einmal voll in der Schlabber reingelaufen. Ekelhaft. So, dann würde ich jetzt einfach mal... Ich wollte gerade sagen, das hat die jetzt verschlossen. Raststück aus, da Raststück aus. Kleiner Schlüssel, wie schön. Das ist schön. Tja, dann gondeln wir mal zurück. Mal gucken, wo wir ankommen. Da drüben würde ich sagen. Da ist der Uhrturm. Halte durch, Ashley. Sehr sinister hier, das Eckchen hier. So, okay, ein bisschen Cash. Tatsächlich bin ich auch sehr froh, dass sie die Kisten tatsächlich rein als Lootkisten da gelassen haben. Bei Callisto-Protokoll, was übrigens auch irgendwann jetzt kommen wird.
haben sie nämlich so gemacht, dass sie die Kisten stellenweise so ein bisschen so mit ja, Parasiten verwanzt haben irgendwie, dass du irgendwas aufgemacht hast und plötzlich wurdest du angegriffen und es war nicht drin und dann ist nicht gerade wenig passiert irgendwie, wo du denkst so, So, das ist auf jeden Fall nicht gut. Der Punkt ist auf jeden Fall nicht gut. Heißt nämlich, wenn wir oben sind, kommen wir nicht mehr zum Thronraum zurück. Oh, nie, Alter, echt jetzt. Boah. Shit. Also wir haben jetzt wirklich die Option zu sagen, ey, wir kleckern jetzt hier wirklich richtig zurück. Kommen wir überhaupt noch zurück? Ja, wir würden sogar noch zurückkommen. Oder wir machen Progress. Wir haben jetzt zwei Aufträge tatsächlich, die wir wahrscheinlich nur mit fetten Backtracking irgendwie hinkriegen. Chat, lasst euch mal kurz entscheiden, wollen wir das machen oder wollen wir es nicht machen? Story Progress oder looten um alles in der Welt. Um jeden Preis. Loot! Sehr schön. Natürlich Loot. Warum frage ich euch überhaupt? Ihr lootgeile Bande hier. Ihr seid alle von Benny versaut worden. Ist der Loot denn sehr wichtig? Naja, ich sag mal so. Wir haben zwei Aufträge. Ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, was wir bekommen. Also, was wir bekommen, wissen wir ja. Wir bekommen Spinelle dafür und die sind halt sehr, sehr, sehr selten. Irgendwie, wofür wir uns geilen Shit kaufen können. Und ich muss sagen, ich stehe auf geilen Shit. Den wir auch nur so bekommen. Also, lass uns mal kurz schauen. Wo ist der Thronsaal? Ein Auftrag war ja quasi, ich glaube, war der am Burghof mit der Krähe? Juwelendieb. Im Burghof. Der ist im Burghof. Und den haben wir. Oh, den haben wir nicht hier. Ach, guck mal an. 8 Spinelle haben wir da verkackt. Ah, oh, wir haben ihn damals nicht abgegeben, wa? Kann das sein? Oh, 8 Spinelle, ey. Da wird mir schlecht. Das ist nicht geil. Also, hier ist Burghof. Heißt, hier würden wir wahrscheinlich die Krähe finden. Naja, komm, was soll's. Was soll's, jetzt sind wir doch schon da. Das ist doch... Die ganze Schoße bringt doch nichts hier. Wir müssen mal irgendwie für Benny... für den ist ja tatsächlich irgendwie... Was ist der Schnickschnack? Eier, Schinken, Honig aus Frankreich. Aus Frankreich, und warme Brötchen, du klingt doch, ja nicht mal so schlecht. So, wo soll ich wann wo sein? Dafür? Oh, nee, warte mal. Jetzt hat mich gerade vertan. Ah, da müssen wir lang. Schöne Käseplatte, eine französische. Das klingt gut. Da bin ich dabei, Manny. Bin ich dabei. So. Ja, dadurch, dass ja Benny tatsächlich eher so ein bisschen so der Ludwig von Beethoven ist. Oh, warte mal, sit. Ach, scheiße, du Pack ist ja da draußen unterwegs. Lernt tatsächlich auch nicht draus irgendwie, dass die Krähen, die oben stehen. Was? Hat die zwei Kugeln gebraucht? Zwei Kugeln? Ist doch nicht dein Ernst. So, man sieht jetzt hier aber auch nicht wirklich, wo das Nest ist, wa? Schade. Werde ich tatsächlich mal für Benny, sorry, dass ich jetzt hier gerade so im Satz immer abbreche. Aber einfach mal stirb. Einfach mal so ein Ding einsprechen, so wie ich bin Groot. Ne? ich bin Loot. Variona, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, ich hoffe, du bist auch schon voller Vorfreude auf das Intermezzo heute Abend. Mit dem Couch-Kommando. Das wird so übel, ey. So, ich habe nämlich vorhin schon mit dem Ben gesprochen. Oder wir haben vorhin schon mit dem Ben gesprochen. Und zwar haben wir auch unsere Alerts dementsprechend angepasst. Ja? Und zwar sind die alle Jumpscare-lastig. Komplett Jumpscare-lastig. Ja. Müssen wir mal schauen, wir haben es bei den Kanalpunkten gemacht irgendwie, weil wir halt natürlich nicht unbedingt forcieren wollen, dass ihr hier bei uns Credits ausgebt.
Martin, bin ich der Meinung, hat, glaube ich, das über die, Credits gemacht. Die Arme ist auch so mal ein Kühlschrank, ja, Volk. So, hier ist noch ein verschlossener Schatz. Ey, nee, kann jetzt hier nicht alle zurücklaufen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ist denn Burghof auch wirklich... Juwelendieb. Burghof, nee, er muss da vorne sein. Er muss da vorne sein. Er muss hier vorne sein. Neufi-Pärchen. Was ist ein Neufi-Pärchen? Lelly? Kläre mich bitte auf. Was soll das sein? So, Benny, altes Adelauge, siehst du hier irgendwo ein Nest? Hier schon wieder die Spaten, ey. So, vielleicht hier oben irgendwo? Auch nicht. Nope. Schade. Oh, echt? Kann er nicht durchschießen? Sauerei. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Und wenn ich ein Vogel wäre, würde ich es natürlich nicht auf den Boden packen. Ja, keine Amsel. So, also irgendwo muss jetzt ein... Irgendwo. Ich höre auf jeden Fall schon mal welche. Vielleicht auch hier vorne, ne? Hier sind wir auch nicht durchgegangen, ne? Da oben ist ein Nest. So, das hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Scharfschützengewehr machen müssen, aber andere Geschichte. Neufundländer. Für große. Oh, okay, alles klar. Ach, die Dinger sind doch geil. So, da haben wir schon mal den zerkratzten Schmaragd. Schönes Ding, das. Bitte? Das wäre schon mal. Auftrag Nummer 1. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Warum macht er das jetzt nicht? Muss ich den separat verkaufen? Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Willkommen! Ich weiß, wir haben das sonst immer separat verkauft, aber... Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel... Zu verkaufen, einfach jetzt, aber so abschließt, ist... Ja. Ist ja richtig, ne? Oder? Das wollte ich sehen. Ah, okay, alles klar. Müssen wir doch verkaufen. Gute Arbeit. Okay. Wäre das dann alles? So. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha. So, jetzt müssten wir nur noch den Thronsaal finden. So, also jetzt hier wegen so einem... Popelklecks würde ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt so zurücklaufen, das ist mir dann doch ein bisschen zu weit irgendwie. Das würde doch ein bisschen den Rahmen sprengen. Es kann natürlich auch sein, dass hier der Thronsaal ist. Okay. Dann hoffen wir mal das Beste und sagen, da hinten ist der Thronsaal. Und düsen los. Gibt's denn hier noch eigentlich was? Wir sind jetzt hier so durchgeflitzt. Hallo? Hallo, Fremder. Achso, ja. Genau von hier gekommen. Was für ein Scheiß. So, war hier? Haben wir uns denn hier eigentlich so mal ein bisschen umgesehen? Hier ist doch nichts auf der Karte, war? Schade eigentlich. Na gut. Denn auf zur, was ist das? Seilbahn? So. Schabums, Schabums. Panierte Scholle gibt's heute für den Opa, ja? Hm, Kartoffeln und Gemüse dazu. Feine Sache. Feine Sache.
Bei mir jetzt heute Stulle, glaube ich. Je nachdem, was ich schaffe, mir schnell einzuschmeißen hier zwischen den Mainstreams. Ah. Benni, was gab's heute bei dir? Ein schönes Frühstückchen? Macht ihr euch tatsächlich Frühstück, wenn ihr alleine seid? Also, jetzt so richtig Frühstück. Ja, also richtig mit Brötchen und Pipaponi, das ist ein Schuh. Bin man einmal ein bisschen zu faul irgendwie. Ich hab mir heute Müsli in die Schale gekippt irgendwie und das war's denn. Bin erst circa von einer Stunde wach geworden. Schön. Läuft bei dir, Ben. Läuft bei dir. Naja, aber wenn man schon mal ausschlafen kann, warum nicht, wa? Why not? So, provisorisch. Was gibt's provisorisch? Achso, na, ich frühstücke nur wegen Opi. Achso, ich allein würde einmal am Tag was essen. Echt einmal am Tag? Oh Gott, nee, das würde ich nicht schaffen. Einmal am Tag, da hätte ich schlechte Laune. So, dann lass uns doch den Uhrenturm erklimmen. So, im Original war der so komplett mit Fallen gespickt und ach. Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werf den Eindringling raus! Bada bum, bada bim. So, okay, wo können wir denn lang? Ich sehe jetzt hier erstmal ein paar Loot-Fässer, die nehmen wir natürlich erstmal mit, weil es sind natürlich auch nur Peseten drin. Sondern oh, schau mal an. Ui. Schildträger, nicht so geil. Aua. Fackelboys. Magnum-Munition. Schönes Ding. Ich habe leider keine Magnum. Das ist ein bisschen blöd. Hau ab. Ich versuche mal tatsächlich eher mal kurz erstmal nach oben zu kommen. Hallo. So, den ganzen Loot hole ich mir tatsächlich ein bisschen später, weil hier gibt es eine ziemlich geile Falle. Sagte ich und... Oh, scheiße. Okay, gut. Darf ich kurz vorbei? Ich muss einfach nur kurz vorbei. Lass, hau ab, hau ab. Judo-Rolle. Ja, da macht man mir nicht vor. Da macht man mir nicht vor. Oh, scheiße, oh, scheiße. Na, wer bist du? Scheiße. Schnell vorbei. Und tot. Genau reingelaufen. Was für ein Kack, Alter. Ach, so ein... Na gut. Das sieht erstmal ganz gut aus. So, warte mal. Ja, hier habe ich jetzt natürlich keine großartige Chance. Hier muss ich jetzt durch. So, ach, ohne so eine Nummer hier. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, alles klar. Sieht ganz gut aus. Verfatz dich! So, weil da oben gibt es nämlich so eine richtig... Ja, nicht doch! Okay, kurz mal heilen. Schade. Hier oben gibt es nämlich diese Falle. Und an die will ich ran. Hau ab. Da, ich war zu schnell. Scheiße. Ah, so Mist. Ihr seht, was ich vorhabe. Ja, ich will schnellstmöglich nach oben, irgendwie um Munition zu sparen, um die da oben alle mit dieser Kugel platt zu machen. So der Plan. 20.000 Tode später. Muss doch eigentlich jeden, bin ich der Meinung. Oh, guck mal. Nicer Checkpoint. Schön. Wow. Hat er jetzt schon? Ne, hat er noch nicht genommen. Wunderbar, schön. So, kam er schon? Ja, da ist er. Wunderbar, schönes Ding. So, muss man mal schauen. Der kommt jetzt nämlich ab und zu. So, hau ab.
schnell, 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 schnell. Hoho! Alter, die hat's ja komplett zerfetzt. So, Verschwindikus, mein Kleiner. So, und jetzt lassen wir sie kommen. Schweinewanne. Und jetzt Hippie. Na, dann drüben kommen sie. Oh, was? Echt? Die in der Deckung? Dieses Pack. Das Pack. Aber ihr werdet alle keine Chance haben. Gegen den großen Zamalma werdet ihr alle machtlos sein. So, jetzt könnte man tatsächlich schon mal eine kleine Stippvisite runter machen, wa? Oder? Was sagt ihr? So. Okay, hier oben haben wir noch ein Explosivfass. Lauter Explosivfässer. So, hier vorne war noch eine Truhe. Jetzt dürfte auch hoffentlich keiner irgendwie nachspawnen, der da oben jetzt Nebel sieht. Hoffe ich. So, na, das ist doch aber eine schöne Loot-Party. Wunderbar, das gefällt mir. Okay, mit dem Feuer muss ich ja wirklich hier mal ein bisschen aufpassen. So, komme ich denn hier noch? Ah, schön, die Kugel hat das Ding auch zerstört. Heißt also, man kommt ganz runter, hoffentlich. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wahrscheinlich die noch leben. So lahm, Alter, der Typ. Er ist so lahm. Auch wenn er Leon der coole Typ ist, aber er ist echt nicht der Schnellste. So. Aber wir können in Ruhe hier erstmal looten. Das gefällt mir. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Hier vorne war wohl fast, oder? Nee, ist schon weg. Hier. Oh, nur so. Ah, schön, so eine Truhe. Und, what is it? Goldplättchen. Wofür sind diese Goldplättchen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so zu verkaufen sind. Was wir jetzt schon zweimal mindestens gemacht haben. Die werden doch bestimmt irgendwo zum Anbringen sein an irgendetwas. Einfach so Gold und Pesetengelben habe ich dann natürlich verkauft. Egal. So, da liegen noch ein paar Pesetas, aber tatsächlich werde ich mich jetzt erstmal nicht, oder? Schaffen wir das? Oh, nur noch ein Heilaltern. Aber das ist knackig. Naja, probieren wir das. Okay, cool. Haben wir gekriegt. Wahrscheinlich war ein Ei oder irgend so ein Shit. Kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass einer der Bösen jetzt hier wirklich so einen Blumentopf bei sich hatte. Das ist sein Lieblingsblumentopf. Sein Glücksblumentopf. So. Ah, hier haben wir auch noch ein Fass. Wunderbar. Schön. Gut. Ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Sieht nach einer Falle aus. Na, nicht bei dir. Oh nein. Oh nein. Eine extravagante Uhr. Nehmen wir mit. Gehen Sie nämlich einen Aufzug. Ich mach mir erstmal was gleich zu essen für Stevie erstmal einen random Sound. Da sagt er danke, Benny. Schöne Ding. So, okay. Gut. Ach, Scheibe. Kleister. Hoffentlich hüpfen jetzt hier nicht alle auf für die Idioten. Ein Aufzug. Wie aufmerksam. Von wo kommen sie?
War ich denn nicht da, Alter? Warum hab ich denn nicht das da mitgenommen? So eine Scheiße. Nein, nachladen, los, mach schnell. Hat's noch was gebracht? Okay, der Rot ist wie verdot, das ist schon mal ganz gut. Ach du Scheiße. Runter von meiner Plattform! Oh! Ich werde ja wohl mal nachladen dürfen in Ruhe. Sehr, sehr unangenehm. Ich ärgere mich über die Schatztruhe da unten. Wirklich, wirklich, das ist, es ist. So, wir sind auch am Ende gekommen. So, lass mich, ich komme auch nicht mehr runter, wa? Ich komme auch nicht mehr runter. Ach, das ist doch Mist, ey. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Kann auch hier nicht. Nee. Mann. Das ist blöd. Oh, lass mich mal alle hier liegen lassen. Nee, ist doch. Ash ist doch Murks.